Ja. Und letztendlich muss man auch dazu sagen, profitiert die gesamte Gesellschaft davon. Das ist alles schon untersucht worden, auch in vielerlei Hinsicht. Ja, dass also wenn Kinder unter bindungsstarken Rahmenbedingungen groß werden, die lernen besser, die sind sozialverträglicher, die sind, wie soll ich mal sagen, engagierter, friedvoller, auch sozial kompetenter einfach im Sinne Kommunikation, vielleicht auch streitschlichter. Emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz, ja. Eigenmotiviert, also wieder diese Früchte der Bindung, also eigenmotiviertes Handeln, frustrationstolerant. Und ich meine, das ist das, was wir brauchen. Ja. Wir brauchen nicht noch mehr eine gefühlskalte Gesellschaft, die ja schon traumatisiert ist, sondern was wir brauchen, ist jetzt genau das Gegenteil davon. Ja? Nur wir müssen halt gucken, woher das kommt. Und aus meiner Sicht sind es eben diese alten Relikte noch von der Leipzig-Connection, also wo es darum geht, Menschen zu dressieren, um sie gefügig und gehorsam zu machen. Und was wir jetzt brauchen, ist, den Menschen, der Pflanze Mensch, Rahmenbedingungen zu geben, damit sie wirklich gut wachsen kann. Ja. Und auch dieses Vertrauen darauf zu haben, dass der Mensch, den Menschen musst du nicht in dem Sinne beibiegen, sondern du musst nur Rahmenbedingungen schaffen, damit er, was er in sich hat, entfalten kann. Und entwickeln. Und dann kommen plötzlich irgendwann Fragen von Seiten des Kindes, wo du denkst, wow, was sind das für Fragen? Und wenn du dann sagst, ja, versuch mal darauf eine Antwort zu finden. Toll, ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Mhm. Aber es ist eine tolle Frage. Das Kind einfach nur darin ein bisschen zu unterstützen. Viel mehr müssen wir gar nicht tun. Wir müssen aufhören, das Kind wie so ein leeres Glas zu betrachten, dass wir immer was reinschütten müssen. Sondern zu sagen, da ist schon viel ganze Menge drin. Wir müssen eher, wie die klassische Erziehung auch war, wir gucken, was für Talente und für Interessen in diesem Kind stecken. Schaffen nur die Rahmenbedingungen, und zwar liebevolle Rahmenbedingungen, Geborgenheit, Sicherheit, Schutz, damit diese sich auch trauen, rauszukommen. Ja. Das ist ja wirklich ja, im Bild der Schnecke. Viele bleiben Schnecke im Knospenstadium stecken, statt aufzublühen. Ja. Oder gehen sogar komplett ein. Ja. Und dann haben wir halt die Situation, dass diejenigen eben dieses zarte, verletzte in sich abspalten, panzern, kompensieren mit Aggression, Wut, Gefühlskälte. Ja, und dann kann man es ja weiter ins Große extrapolieren und dann sehen wir dann Kriege daraus. Weil kein Mensch wird als Soldat, als Mörder, als Vergewaltiger, als Dieb geboren, sondern auf dem Weg, bis es zu dieser Tat gekommen ist, muss ja irgendwas passiert sein. Und ich sage immer, die meisten kümmern sich immer nur um die Hardware, also sprich um den Körper, aber kaum einer fragt sich, was für eine Software bekommt dieses Kind im Laufe seines Reifeprozesses aufgespielt? Ja. Weil mit dieser Software gleich Weltbild entscheidet es natürlich irgendwann. Und zu diesem Weltbild gehört eben auch dieser Emotionsraum, diese inneren Motivationen aus bestimmten Emotionen, die entweder gestillt oder nicht gestillt wurden. Ja. Ja, und da haben wir, sage ich mal, viel zu tun. Aber das ist aus meiner Sicht, da müssen wir hingucken. Alles andere mit irgendwelchen technologischen Fortschritten, was uns immer verkauft wird, alles unwichtig. Das ist nur Transhumanismus-Agenda. Das ist nicht das, was unsere Probleme löst, weil wir haben menschliche Probleme und die können wir nicht technologisch lösen. Niemals. Die können wir nur in dem Sinne lösen, dass wir uns auf das besinnen, was uns als Menschen, als soziale Wesen ausmacht. Ja? Und das ist auch letztendlich die Überwindung der Spaltung. Wir sind in einer Gesellschaft der Spaltung. Das diabolische Spaltungsprinzip sehen wir überall. Und was diese Spaltung überwindet, ist Bindung, Verbindung, ist Liebe. Ja. Ja. Aber jetzt nicht in so einem theatralischen, sag ich mal, sondern wirklich ganz konkret. Also für junge Eltern, seid für eure Kinder da. Schiebt sie nicht mit einem Jahr in die Krippe oder mit drei Jahren in den Kindergarten. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr setzt Voraussetzungen, ihr schafft Voraussetzungen in den ersten 7 Lebensjahren für das ganze Leben dieses Kindes. Ja. Und ich sag mal, wenn wir die Kinder weggeben, um was werden wir verarmt? Ja, weil ich fand jeden Tag mit meinen Kindern einfach wundervoll. Ja, ich war immer total gewundrig, ja, was aus Kindermund dann kam, auch an Fragen und an Gedanken. Ja. Ja, oder ne, wenn mein Sohn da mit 2 Töne Papa Töne gefunden, ne, an der Orgel, ja, einfach Terzen und Dreiklänge gefunden hat oder so. Also, dass wir Eltern in diesen Jahren so viel Freude haben könnten, wenn wir unseren Kindern mehr Aufmerksamkeit und mit einfach mehr Zeit, zumindest potenziell, nicht, dass wir sie bespaßen und bespielen, ja, also das glaube ich, nee, weniger, aber da sein, ansprechbar Liebe, sein. Liebe für ein Kind ist Aufmerksamkeit seiner wichtigsten Bezugsperson. Ja. Das ist Liebe, einfach da sein und wenn das Kind Fragen hat, das sieht man ja auch auf dem Spielplatz, die Kinder toben alleine rum,
Und irgendwann kommen sie kurz zu dir, gucken und holen sich ein bisschen Bindung ab. Genau. Einmal kurz in den Arm nehmen, alles gut und dann wieder weg. Genau. Und darum geht es. Das sind im Grunde diese Momente. Und letztendlich, das ist auch schon untersucht worden, Kinder, die das erlebt haben, dieses Sattsein, was Bindung angeht, die sind also kreativer, flexibler, ausdauernder, empathischer, prosozialer in Konfliktsituationen. Und letztendlich sind sie auch besser in der Schule, können besser lernen, haben eine bessere Gedächtnisleistung. Warum? Weil sie diesen frühkindlichen Stress nicht haben. Weil dieser Stress ist sozusagen ein Gift für die Gehirnentwicklung. Ja. Wir brauchen positive Emotionen, sagt der Gerald Hüther. Das ist Dünger für unsere Neuronen, fürs Gehirn. Positive Emotionen, und das ist eben, wenn wir dieses Gefühl der Sicherheit haben. Das lässt das Gehirn sprießen, Querverbindungen ausbauen, macht uns letztendlich auch stressresilienter, also psychische Stressresilienz schafft das. Und ja, diese Kinder sind dann meistens eben, ich sag mal, im ganzheitlichen Sinne einfach gesünder. Mhm. Körperlich, geistig gesünder. Und davon profitiert tatsächlich eine ganze Gesellschaft. Das ist alles schon untersucht worden, ja. Also wo es auch Programme, die diesen Bindungsansatz fördern, was das für Auswirkungen hat. Und die haben mal, was ich mich noch erinnere, gesagt, wenn du 1 Euro in diese Bildungsprogramme investierst, kriegst du 18 Euro am Ende raus. Wenn diese jungen Mütter... Das ist eine Rendite. Und die ist teilweise sogar noch höher gewesen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, junge Eltern, junge Menschen, die eben Familie haben wollen, frühzeitig, das finde ich, kann man schon in der Aufklärung in der Schule machen, in der Pubertät, über diese Dinge zu informieren, darüber zu sprechen, wie wichtig das ist. Ja. Im Gegensatz zum klassischen verhaltenssteuernden Ansatz. Ja? Also schwarze Pädagogik, Dressur. Ja? Das ist der Punkt. Und ich finde, das Wissen ist da. Es muss nur in dieser Klarheit einfach mal auch bei jedem ankommen, der sich für das Thema Kindererziehung oder liebevolle Begleitung, also ich verwende jetzt gerne nicht mehr das Wort Erziehung, sondern ich sage, wir begleiten sie eigentlich. Wir sind eigentlich nur Begleiter für eine bestimmte Zeit und helfen den Kindern, hier eine Orientierung zu bekommen in dieser Welt. Das ist unsere Ein Aufgabe. Ein Milieu zu schaffen, was ja für uns Eltern, wenn wir sozusagen ein achtsames Milieu schaffen, ein wertschätzendes Milieu schaffen, dann kommt das ja immer auch auf uns zurück. Ja, ganz genau. Es ist ja nicht nur dann für die Kinder. Also dieses alles für die Kinder und dann von einem Kurs zum anderen fahren, darum geht es gar nicht. Sondern ihnen Aufmerksamkeit schenken, sie wahrnehmen. Wahrnehmen. Ja, ich habe öfter mal den Nikolaus gespielt in einer Physiotherapie. Und ich kannte dann manche Kinder schon über die Jahre. Der kennt meinen Namen. Ja. Ich werde wahrgenommen. Ich bin in seinem Gedächtnis geblieben. Ja. So, und diese Wahrnehmung und Wertschätzung ist das, was wir für uns selber, für unsere Kinder und für unsere Nachbarn wieder lernen dürfen. Selbstwertschätzung auch über die Kinder.